Wie viel Miete hast du für deine alte Wohnung bezahlt? Und falls du sagen willst, wo in München war die, suche gerade auch eine in dem Stil wie deine alte, danke. Klar kann ich dir sagen, ich wohne ja nicht mehr da. Die war in Bogenhausen, die Wohnung in München. Und ich habe gezahlt für 63 Quadratmeter, zwei Zimmer, 1,6. 1,6 warm. Und ich habe, und Chat, ich weiß, es erschüttert euch, aber das war für jetzige Verhältnisse ein Schnapper, die Wohnung, Digga. Das war ein Schnapper, Digga. Ehrlich, das ist nochmal teurer geworden. In München. Ich habe einen Kollegen, der ist jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen umgezogen. Der zahlt für eine Zwei-Zimmer-Wohnung Nähe München 1,8. Und die ist nicht mal, also meine Wohnung, Chat, war in Bogenhausen. Bogenhausen ist in München, würde ich sagen, eine sehr beliebte Gegend. Viele reiche Leute wohnen da. Es ist eine beliebte Gegend einfach, okay? Und dafür 1,6 war eigentlich okay. Wer jetzt, kriegst du niemals. Und der zahlt in einem anderen Viertel, was nicht so beliebt ist, 1,8, Digga, für zwei Zimmer, Bruder. 1,8 für zwei Zimmer, Bruder. Bruder, ich zahle für zwei Zimmer 65 Quadratmeter in Berlin-Friedrichshain 700 warm. Ja, es ist München, Chat. München ist halt einfach München, Digga. Was willst du da machen? WTF, so wohnenlos, ja? Ja, das ist das abgefuckte Chat. Und das Problem ist, es macht ja nicht mal Sinn, gerade zu kaufen. Du bist am Arsch gerade. Wenn du ausziehen musst, umziehen musst, was auch immer, bist du gerade richtig am Sack, Digga, in München. Weil Miete geisteskrank teuer, die wird auch nicht runtergehen, bin ich mir sehr sicher. Wohnung kaufen, Wohnungspreise sind ein bisschen gesunken, aber Zinsen sind hochgegangen. Die Zinsen sind aktuell bei 4%, glaube ich. Wenn du ein Haus kaufst, eine Wohnung kaufst, 4%, Bruder, das kann sich kein Schwanz leisten. Das heißt, du musst mieten. Du musst Miete zahlen. Du musst Miete zahlen. Raus, oder raus aus München, ja. Oder raus aus München. Wie sollen normale Leute noch in der Großstadt wohnen können, das geht gar nicht mehr, Bruder. Es geht nur, wenn du wirklich Top-Verdiener bist, also überdurchschnittlich viel Geld verdienst, dann die Wohnung teilst mit deinem Partner zum Beispiel oder wenn du einen Mietvertrag hast, der vor 40 Jahren geschlossen wurde oder vor 30 Jahren. Wenn du so einen alten Mietvertrag hast mit einer alten Miete, dann geht es noch. Aber ansonsten, Chat, die aktuellen Mietpreise, das würde gar nicht mehr gehen, Digga. Wenn du in München normal verdienst und alleine wohnen willst, das geht nicht mehr, Digga. Das geht nicht mehr, Bruder. Das kannst vergessen. Das kannst vergessen. Du zahlst in München für eine Einzimmerwohnung mittlerweile, glaube ich, 600-700 Euro. Für eine Einzimmerwohnung, Chat. 600-700 Euro, Digga. Und jetzt überleg mal, du verdienst, sagen wir mal, 1,7 netto. 600 Euro, 700, sagen wir mal, 700 Euro gehen weg, dann hast du noch einen Taui. Dann kommt Stromnachzahlung, dann kommt, was weiß ich für eine Nachzahlung, Digga. Auto, du redest aber von der Innenstadt, nicht außerhalb, oder? Ja, kommt drauf an, wie weit außerhalb, aber ich rede jetzt nicht von Innenstadt, Innenstadt. Innenstadt ist nochmal ein anderer Film, Digga. Also, wenn du jetzt zum Beispiel in München in Schwabing wohnst, Beispiel, das ist in der Innenstadt quasi, Schwabing, da ist noch teurer, Bruder. Da kriegst du eine Einzimmerwohnung für 1,2 wahrscheinlich. Da kriegst du eine Einzimmerwohnung für 1,2 wahrscheinlich, Digga, in der Innenstadt. München ist, wirklich, München ist absolut gottlos, Digga. Absolut gottlos, Digga, wenn es um die Preise geht. Das ist wirklich krank. Aber, Chat, man muss sagen, jetzt vor allem, nachdem ich in Dortmund war, nichts gegen Dortmunder, Digga. Nichts gegen Dortmunder. Aber nachdem ich so im Ruhrpott war, in Dortmund und so, muss ich schon sagen, München ist halt schon. Du hast schon Vorteile in München, Digga. Du hast schon sehr viele Vorteile in München. Du hast eine sehr saubere Stadt. Es ist sehr sicher, wenig Kriminalität, schöne Altstadt, moderne Viertel. Du bist, die Lage von München ist extrem geil. Für mich, Chat, gibt es eine Stadt in Deutschland, wo die Lage besser ist, also die geografische Lage, welche Länder in der Nähe sind. Gibt es da eine Stadt in Deutschland? Nee. Dresden? Was ist bei Dresden? Hamburg? Was ist da? Was ist denn da, Chat? Dresden? Was ist in der Nähe von Dresden? Ihr sollt jetzt nicht einfach irgendwelche random Städte reinschreiben, Chat. Ich meine jetzt die Lage. Guck mal, Chat, in München, ich bin von hier aus in einer halben Stunde in Österreich, in den Bergen. Ich bin in einer Stunde in der Schweiz, Schweiz liebe. Ich bin in 4 Stunden, in 3,5 Stunden, Chat, am Gardasee in Italien, Bruder. In 3,5 Stunden, Chat, am Gardasee. Wart ihr schon mal am Gardasee? Eins, wer da schon mal war. Gardasee ist Liebe, Liebe, Italien, Liebe. Du bist in, ich glaube, 2,5 oder 3 Stunden in Tschechien. Casinos. Du bist in ungefähr 6 Stunden, würde ich sagen, in Frankreich. Du bist in 9 Stunden in Monaco, Chat. In Monaco, Bruder. An der Côte d'Azur. Du fährst hier los mit dem Auto und bist in 9 Stunden an der Côte d'Azur am Meer. Am Meer in Südfrankreich, Chat. Scheiß auf Monaco. Nee. Südfrankreich. Wunderschön, wenn man Geld hat. Ja. Na gut, jetzt bei Monaco, ja. Du kannst aber auch nach Nizza fahren. Du kannst nach keine Ahnung wohin fahren. Italien, der ganze untere Rand da von Italien kannst du hinfahren. Die Lage von München ist halt extrem geil, Chat. Extrem geil, Digga. Also für mich wirklich objektiv, jetzt nicht, weil ich hier wohne, es gibt keine bessere Lage in Deutschland als München, von der Stadt, von der Großstadt. Gibt es nicht, Digga. Kennst du Rosenheim? Kenn ich ja. Frankfurt? Lösch Danke. dich. Doch echt gute Seen hier in der Nähe. Ja, du hast mega viele Seen. Du hast Starnberger See. Bodensee ist relativ nah. Was hast du noch für Seen? Gardasee, Chiemsee. Du bist super schnell in den Bergen. Du kannst Skifahren gehen. München hat eine krasse Lage, Chat. Eins, wenn München die krasseste Lage in Deutschland hat,
Komm, seid ehrlich. Ich weiß jetzt, Leute, die aus Frankfurt kommen oder Berlin, ja, eure Stadt ist die coolste. Es geht jetzt nur um die Lage, Digga. Ich sage jetzt nicht, dass München die coolste Stadt ist. Nur um die Lage, Bruder. Wie lange du bis zu gewissen Orten brauchst, gibt es keine bessere Lage in Deutschland. Da brauchen wir nicht drüber reden. Brauchen wir nicht drüber reden, Chat. Brauchen wir nicht drüber reden. Und du hast halt in München sehr viele Firmen. Du hast sehr viele Firmen, Chat. Du hast in München die ganzen Fernsehfirmen. ZDF, ARD, ProSieben, Sky. Du hast BMW. Du hast, was hast du noch für riesige Firmen in München? So Versicherungskammern gibt es auch viele. Ist noch in München, Chat. Apple? Apple ist doch nicht Hauptsitz München, oder? DAZN, glaube ich, ist auch in München, ja. Leftlane, Pure. Kennst du Altötting? Kenn ich auch, ja. Amazon, Chat, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Drittsitzen. Was bringt dir das? Naja, wenn du große Firmen hast in einer Stadt, heißt es auch, du hast viele Arbeitsplätze. Plus, die Firmen zahlen ja auch Gewerbesteuer. Ich auch übrigens. Nicht wenig, Digga. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe, Chat? Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viel Gewerbesteuer ich gezahlt habe bei Leftlane, aber es ist viel, Digga. Es ist viel. Es ist auf jeden Fall sechsstellig, Chat. Und wir sind jetzt umgezogen. Ich habe doch ein neues Lager mit Leftlane. Wir sind umgezogen. Und in dem Ort, wo wir sind, das ist weiter außerhalb. Das ist eine sehr kleine Stadt. Das ist ein sehr kleiner Ort. Das ist ein kleines Dorf. Ich würde sagen, im Dorf leben maximal 1000 Leute. Lass es 1000 Leute sein. Bruder, was macht dieses Dorf mit meiner Gewerbesteuer? Und warum hat mich da noch nicht ein Bürgermeister angerufen und gesagt, Junge, lass mal auf einen Kaffee treffen, Digga. Mach ein Steuersparmodell oder so ein Scheiß. Wisst ihr, wie ich meine? Spitzensteuersatz zahlst du? Nee, das hat nichts mit Spitzensteuersatz zu tun. Wisst ihr, was die Gewerbesteuer ist, Chat? Wisst ihr, was die Gewerbesteuer ist? Das hat nichts mit Spitzensteuersatz zu tun, Chat. Gewerbesteuer ist was anderes. Zahlst du als Firma? Als GmbH zahlst du. Wie heißt der Dreck nochmal, Digga? Geld? Ja, ja. Nee, die Steuer. Was zahle ich auf meinen Gewinn nochmal? Umsatzsteuer sowieso, das zahlt ja jede Firma. Körperschaftssteuer auch, aber nee, ich meine das andere. Einkommen? Nee, das heißt nicht Einkommensteuer. Wie heißt das nochmal, Chat? Kapitalertragssteuer. Kapitalertragssteuer. Also, du zahlst Kapitalertragssteuer. Solidaritätssteuer. Körperschaftssteuer, glaube ich. Umsatzsteuer musst du sowieso abführen. Und halt nochmal, wenn du jetzt Gehalt auszahlst und so. Scheiß mal da drauf. Ist ja egal. Oder Gewinnausschüttung zahlst auch nochmal Steuern. Ist ja egal. Aber du zahlst als Firma auch und nicht nur bei einer GmbH auch immer eine Gewerbesteuer. Und die Gewerbesteuer hängt immer davon ab, wo der Sitz ist von deiner Firma. In welchem Ort. Jeder Ort in Deutschland oder jede Stadt hat einen anderen Hebelsatz bei der Gewerbesteuer. Okay? Das legt jeder Ort oder jedes Dorf oder jede Stadt selber fest. Und das sind im Schnitt, ich weiß es, ich hab's nicht im Kopf, wie viel Gewerbesteuer, was ist die Gewerbesteuer in München, Chat? Gewerbesteuer München. Gewerbesteuerhebesatz 490, was heißt das, Digga? Absolut keine Ahnung. Wie hoch ist die Gewerbesteuer in München? 490%. Ein Hebesatz von 490%. Was heißt das dann? Ich weiß es gar nicht, Digga. 420. Keine Ahnung. Ist ja auch scheißegal. Sagen wir mal, das sind irgendwie 10% oder so. Und die... Also diese Gewerbesteuern zahlst du, weil deine Firma in dem Ort ist. Du kriegst von dem Ort nichts, die helfen dir nicht, die machen nichts für dich, aber du zahlst einfach sehr viel Geld, weil deine Firma da angemeldet ist. Und es landet dann in der Gemeindekasse, Digga. Und wird für irgendein Zeug rausgeballert. So läuft es in Deutschland, Chat. So läuft es in Deutschland, Digga. Der Ort bietet dir Straßen, Feuerwehr und soziale Einrichtungen. Mhm. Bruder, mit dem Gewerbesteuersatz, den ich in meinem Dorf da gezahlt habe dieses Jahr, da baue ich die Stadt neu. Da baue ich die, da, Digga, da stelle ich dir eine Autobahn hin von da nach Berlin. Die stellt, Digga, da, ich habe da irgendwelche Feldwege. Irgendwelche abgefixten Feldwege habe ich da. Was für Infrastruktur. Da ist nix. Da ist nix. Wie heißt das Dorf? Ist egal. Dann hol dir einen Firmensitz in Monheim am Rhein. Ist der Gewerbeding besser oder was? Bist du nicht in München gemeldet? Ja doch, privat schon. Ich wohne privat in München. Aber die Firma ist in einem anderen Ort. Der Bürgermeister freut sich. Ja, natürlich freut er sich, Digga. Und ehrlich, Chat, jetzt guck mal, jetzt beispielsweise. Du bist jetzt ein Bürgermeister, Chat, okay? Ich komme jetzt zu dir in dein Dorf und melde meine Firma da an. Also ich melde die um und ich mache da mein Zeug, ich habe da mein Lager und so weiter. Und ich zahle die im Jahr 100.000 Euro beispielsweise. Würdet ihr mich da nicht anrufen und mal sagen, ja, was geht denn? Ey. Danke, übrigens. Würdet ihr da nicht mal anrufen und sagen, hey, cool, dass ihr hier seid, Digga. Oder, yo, können wir euch irgendwie helfen? Kann man irgendwas optimieren oder so? I don't know. Dich nicht. Eher weniger. Ja, mach den Firmensitz in Zypern. Das ist alles nicht so leicht, Chat. Wer denkt sich jetzt gerade, hä, wie dumm ist der Typ? Warum meldet er seine Firma nicht in der Schweiz an? Oder in Luxemburg? Oder Liechtenstein? Oder sonst was? Wer denkt sich das gerade, Chat? Ich sag euch ganz ehrlich, mit den Gedanken habe ich auch schon gespielt. Funktioniert aber nicht, Digga. Wisst ihr warum? Wenn ich jetzt Leftlane zum Beispiel in Liechtenstein anmelde. Liechtenstein ist ein Ort, da zahlst du sehr wenig Steuern. Okay? Sehr wenig Steuern. Ich weiß nicht, wo der Steuersatz da liegt, aber du zahlst sehr wenig Steuern in Liechtenstein. Okay? Problem ist, wenn ich das mache, dass ich meine Firma da anmelde, in Deutschland aber noch wohne, werde ich trotzdem hops genommen vom Finanzamt, weil sobald du eine
tragende, aktive Rolle in der Firma hast, wird dein Teil von der Firma, den du bekommst, so versteuert wie in dem Land, wo du wohnst. Versteht ihr? Also wenn ich eine tragende Rolle in der Firma Leftlane habe, dann zahle ich deutsche Steuern auf das Geld, weil ich in Deutschland wohne. Du hast doch keine tragende Rolle in der Firma. Was habe ich denn dann, Chat? Dann meld mal deine Oma auf die Firma an. Naja, das, Chat, das Problem ist, Digga, diese ganzen Steuertricks, dieses ganze Zeug, was man immer denkt. Ich kann euch sagen, ich habe das ein oder andere Gespräch schon geführt mit dem ein oder anderen Steuerberater oder wem auch immer, Digga. Jetzt nichts Illegales. Aber halt, natürlich versucht man, ist doch nachvollziehbar, Chat. Wenn ihr eine Firma habt, ihr wollt doch so wenig Steuern zahlen wie möglich, richtig? Das ist ja, ist doch, will doch jeder, Digga. Ist doch ganz normal. Jeder will so wenig Steuern zahlen wie möglich, Bruder. Vor allem, wenn du die ersten Nachzahlungen bekommst, die ersten Vorauszahlungen, wenn du mal siehst, wie viel Geld weggeht, Bruder, da brennt der Hodensack. Da brennt der Hodensack aber richtig. Und dann natürlich, der erste Gedanke ist, oh Bruder, ich will raus aus Deutschland. Ich will irgendwo hin, wo ich weniger Steuern zahle. Ist der erste Impuls im Kopf. Und dann kommen die Gespräche, Bruder. Und dann wird dir einfach, egal was du sagst oder egal was man vorschlägt oder sonst was, am Ende des Tages wirst du einfach trotzdem gefickt. Am Ende des Tages wirst du einfach trotzdem hops genommen vom Finanzamt. Du kannst höchstens ein paar Sachen verschieben, was aber heißt, dass du dir vielleicht erstmal Steuern sparst, aber am Ende, Digga, zahlst du die sowieso, Digga. Und am Ende zahlst du noch mehr. Am Ende zahlst du noch drauf. Du musst eine Holding in der Schweiz halten. Chat, vertraut mir, Digga. Ich hab dieses ganze Game, wenn es um solche Sachen geht, hab ich durch. Ich hab das durch, Chat. Und ich bin immer wieder zum gleichen Nenner gekommen. Mowgli, dir bleibt nichts anderes übrig. Zieh deine Hose runter, zeig deinen Arsch und lass dich einfach schön von hinten vom Finanzamt beglücken, Digga. Lass es einfach über dich ergehen. Lass es einfach über dich ergehen, Digga. Versuch dich zu lockern, zu entspannen. Wehr dich nicht dagegen. Zieh dich nackt aus, leg dich auf den Boden, Digga. Und dann gibt es Leute in unserem Land, die immer noch sagen, mein Gott, diese dummen, abgefuckten, reichen Wichser, die sollen mal mehr Steuern zahlen, Digga. Die sollen noch mal, da, der Höchstsatz soll noch mal ein bisschen angehoben werden. Die sollen noch mal ein bisschen mehr abdrücken, Digga. Bruder, richtig so, bei 3K brutto 1K Steuern zahlen, ja. Das ist einfach, Chat, wirklich. Eins, wer sagt, mehr Steuern, da bin ich dafür, Digga. Höherer Steuersatz, Erbschaftssteuer nach oben, am besten Immobilienenteignung, Steuersatz nicht mehr 50% oder 42 oder 48 oder wo der gerade ist, sondern na, so bei 65 sehe ich den ungefähr. Junge. Naja, es ist ein Thema, was willst du da großartig ändern, weißt du, ich meine, was willst du da... Es bringt ja nichts, Digga. Was willst du da rumholen? Es bringt nichts, Chat. Es bringt einfach nichts, Digga. Ist es eigentlich so, Chat? Guck mal, Beispiel. Weil da, das weiß ich gar nicht. Als Beispiel. Sagen wir mal, ihr seid meine Kinder, okay? Und ich habe jetzt irgendwie im Leben viel Geld verdient und ich kaufe mir eine Immobilie. Und ich vererb euch meine Immobilie, Chat. Ihr kriegt meine Immobilie. Müsst ihr auf diese Immobilie Steuern zahlen oder kriegt ihr die einfach so? Ab 400.000 wert muss man Steuern zahlen. Grunderwerbsteuer musst du zahlen. Grunderwerbsteuer. Erbschaftssteuer. Wie hoch ist das? Wie viel Prozent Steuer muss man dann zahlen? Auf Grundnahrungsmittel gehört die Steuer weg, also so teuer geworden. Was? Je nach Preis, glaube ich. Ist ja scheißegal, Chat. Ist ja scheißegal, auch wenn es nur 1.000 Euro sind. Findet ihr das gerecht? Was ist denn los, Bruder? Welcher Typ hat dieses... Also wenn es stimmt, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ihr da falsch liegt. Aber wenn es so ist... Welcher Typ hat dieses Gesetz bitte erlassen, Digga? Ich hab doch für die Wohnung mein ganzes Leben lang gehasselt, Bruder. Was müsst ihr denn da noch versteuern, Digga? Ich hab das doch für euch gemacht. Ich hab doch schon mein Geld mit 30.000% versteuert. Was willst denn du da jetzt noch Steuern drauf zahlen, Bruder? Das macht ja gar keinen Sinn, Digga. Ja, aber die Kinder haben nicht gearbeitet. Das ist doch scheißegal. Danke. Das ist doch, Digga, wenn ich mein Leben lang hassel und Millionen mache und meinen Kindern meine Millionen gebe, Bruder, die Millionen sind doch versteuert. Ja und, wen juckt's, ob die Kinder arbeiten oder nicht? Hä? Was juckt es den Staat? Bruder, ich kann den Hintergrund verstehen, Chat. Guck mal, der Hintergrund hinter dem Ganzen, glaube ich zumindest, ist, das Problem mit den Immobilien ist bei uns, Chat, in Deutschland, durch Immobilien, vor allem Immobilien, werden reiche Leute immer reicher, okay? Also, ich würde sagen, die reichsten Leute oder die meisten Leute, die Geld haben, die haben nur Geld, weil die Immobilien geerbt haben, über Jahre, über Generationen und dann kannst du nicht mehr arm werden, Bruder. Wenn du von deinem Großvater 50 Immobilien bekommen hast, überschrieben wurde, Bruder, dann bist du rich as fuck. Und dann hast du noch eine Zeit, wo die Zinsen von Immobilien extrem niedrig sind. Und dann ist es wie Gelddrucken, Chat. Dann ist es wie Gelddrucken. Die letzten, ich weiß nicht, wie lange die Zinsen unten waren, die letzten 10 Jahre, Bruder, haben Leute in Deutschland mit Geld Geld gedruckt. Die haben Geld gedruckt. Wenn du Geld hattest, hast du Geld gedruckt. Warum? Weil du dir... Du hast dir im Jahr 20 Immobilien gekauft mit einem Zinssatz von 1%, Bruder. Und über die letzten 10 Jahre hast du eine Wertsteigerung von 30% gehabt wahrscheinlich. Entweder du verballerst die oder du setzt irgendeinen Mieter rein, der gerade so die Miete zahlen kann und der zahlt deinen Kredit. Digga, versteht ihr das? Die haben Geld gedruckt und das ist halt nicht fair.
im Prinzip. Was heißt nicht fair? Ist oder Frage, Chat. Ist es fair, ja oder nein? Ist es fair, ja oder nein? Auf der einen Seite, ganz klar, nein, ist fucking ungerecht. Aber auf der anderen Seite hat ja irgendein Großvater irgendwas für diese Sachen gemacht. Ob das jetzt was mit Hitler zu tun hat in Deutschland, was ja auch sehr oft der Fall ist. Also viele Leute, Chat, in Deutschland, die dick Money haben, die dick Immobilien haben, da hatte meistens der Uropa gewisse Beziehungen zu gewissen Leuten gehabt, oder? Vielleicht ist es eine falsche Information, die ich habe, Chat. Aber, habe ich jetzt schon öfter gehört, dass viele Leute mit vielen Immobilien, das ist oft was mit dem Nazi-Regime zu tun hatte. Dadurch will ich das nicht schlecht reden, Chat. Dadurch will ich jetzt nicht sagen, das sind schlechte Menschen gewesen. Das ist einfach eine Zeit gewesen, Bruder, wo das halt so war. Aber es ist trotzdem ein interessanter Fakt. Nein, weil die Reichen die Preise von Mieten und Immobilien steigen lassen. Ja, was willst du damit sagen, dass es unfair ist? Ja, das ist unfair. Safe. Safe. Auch die größten Firmen teilweise. Ja, safe. Auch Firmen, Chat. 100%. Einfach bei jedem Unternehmen, was es länger gibt, oder ob freiwillig oder unfreiwillig, ist das so heute. Ist das egal heute? Hm. Nach dem Zusammenbruch der DDR sind auch viele Häuser und Grundstücke unter der Hand verteilt worden. Hm. Ist ja auch egal, Chat. Ist ja auch egal. Aber das ist halt das System, Chat. Und da kann man wirklich auf der einen Seite sagen, ey, das ist fucking ungerecht. Auf der anderen Seite, ja Bruder, was willst du machen? Willst du den Leuten jetzt die Immobilie wegnehmen oder was? Und dann ist es vielleicht auch fair, wenn man sagt, yo, die Nachfahren müssen Steuern drauf zahlen. Oder? Dann hört sich das fair an. Wenn die Kinder von den Kindern Steuern drauf zahlen, ist fair. Das Problem ist bloß, dass meine Kinder ja dann auch Steuern auf meine Wohnung zahlen. Und Bruder, ich habe keinen Uropa, der mir 30 Immobilien geschenkt hat. Ich habe mir die Scheiße ja selber erarbeitet mein Leben lang. Und dann will ich doch, wenn ich meinen Kindern das gebe, will ich doch, dass die da keine Steuern drauf zahlen müssen. Also vielleicht sollte man da so eine Grenze machen. Ab, keine Ahnung, ab 10 Immobilien oder so. Oder ab 50 Immobilien oder so. Musst du halt versteuern, I don't know. Da gibt's aber auch Tricks. Was denn für Tricks, Stefan? Jetzt kommen die Steuerspartipps von Stefan. Gibt aber auch jemand, der hart erarbeitet hat, also keine Steuern. Ja, das ist ja das, was ich meine. Kann man viel umgehen mit überschreiben? Hm. Nein, bei Erbschaft gibt's Tricks. Hm. Okay. Kannst 400k alle 10 Jahre frei übergeben. Okay, Chad, ich bin da absolut nicht drin im Thema, keine Ahnung.